Im Tyrrhenischen Meer geht vor der Küste Italiens ein ganz normaler Arbeitstag zu Ende. Eskortiert von Möwen und Delfinen machen sich die Dreimann-Besatzung auf die Rückfahrt zu ihrem Heimathafen Fiumicino bei Rom. Bei der Einfahrt in den Hafen trägt das Trio Mundschutz. Man kann sagen, dass alles um die Hälfte zurückgegangen ist. Der Verkauf, die Nachfrage und sogar unsere Einkommen. Früher waren wir 5 Tage pro Woche unterwegs. Jetzt, teilweise wegen des Coronavirus, teilweise wegen der sinkenden Nachfrage, fahren wir im Schnitt nur noch an 3 Tagen raus. Ob Italien oder Frankreich, die Bilder ähneln sich. Im Hafen von Boulogne-sur-Mer südlich von Calais am Ärmelkanal wurden bis vor kurzem 60 Tonnen Fisch pro Woche umgeschlagen. Jetzt hat sich der Fang auf 15 Tonnen eingependelt. Die Preise sind um 20% gesunken, 5000 Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Das ist eine Katastrophe. Anders kann man es nicht ausdrücken. Die Angestellten müssen bezahlt werden. Doch damit ist das nicht möglich. Ortswechsel. Im Hafen von Durres in Albanien brummt das Geschäft. In der Fischverarbeitungsfirma Netuno, die sich auf Anchovis spezialisiert hat. Die Anchovis werden immer wertvoller, weil die Menschen Pizza zu Hause machen. Dadurch sind die Verkäufe um 1/3 gestiegen. Der Haken am Anchovis-Geschäft: Zurzeit wird hier die gefrorene Ware des vergangenen Jahres verarbeitet. Die neue Fangsaison ab April dürfte ebenfalls von Einschränkungen durch die Pandemie geprägt sein.